Und heute meinen viele, naja, Ostern, Auferstehung, das ist, Jesus lebt in seinen Geschichten und in seinen Worten und in seinen Werken weiter. Meine Freunde, was für eine Dummheit. Das leere Grab hält jedem Faktencheck stand. Es ist, und jeder Historiker, wenn Historiker unter uns sind, keiner stellt das in Frage, ist das bestbezeugte Ereignis der Antike. Warum? Weil die erste schriftliche Aufzeichnung 20 Jahre nach dem Ereignis war. 1. Korinther 15. Sogar mit dem Aufruf von Paulus, dass die Zweifler sich zu Wort melden sollen. Dass die Kritiker sich zu Wort melden sollen. Nach dem Motto, es leben die Zeugen noch, frag die doch. Das gibt es in der ganzen Weltgeschichte kein zweites Mal. Die meisten Aufzeichnungen, Caesar de Bello Gallico, haben wir noch, wer Latein gehabt hat, auswendig gelernt. Das war erst 150, 200 Jahre nach dem Ereignis. Da konnte man sagen, vielleicht ein bisschen was Märchenhaftes dabei, aber nicht bei der Auferstehung. Und deswegen ist es erschütternd, wenn kaum mehr jemand weiß, was eigentlich Ostern ist. Ich hörte eine Umfrage vor ein paar Tagen im Fernsehen, Ostern oder irgendwas mit Eiern und Hasen. Aber es ist die Wahrheit. Himmelfahrt brauchen Sie gar nicht zu fragen, Pfingsten brauchen Sie gar nicht zu fragen. Aber klar, wenn selbst Kirchenleute, Theologen, Christen Probleme haben mit der Auferstehung, diesen Osterleugnern, die vor sich hinschwurbeln, Jesus sei irgendwie in seinen Worten und Werken auferstanden, denen gilt es Widerstand zu leisten. Diejenigen, die Ostern leugnen, leugnen quasi alles, was zum christlichen Glauben gehört.